Anna, ich leite die Kooperation und Projekte der Deutschen Klimastiftung. Hier ist unser Logo und wir dürfen heute in Damme sein und zwar mit unserer Wanderausstellung Gratwanderung. Ja, die Gratwanderung ist eine interaktive, ganz tolle Ausstellung für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 und 2. Verpasst es nicht, hierher zu kommen, denn ihr könnt nicht nur ganz viel über die Tropen lernen und die verschiedenen Klimazonen auf der Erde überhaupt, sondern ihr könnt auch ganz viel ausprobieren. Es gibt viel Interaktion, nicht nur Kickern und viel Gewinnspielen, sondern ihr könnt zum Beispiel auch wie hier schauen, was das mit der Korallenbleiche auf sich hat. Warum ist das so bunt und warum sterben Korallen eigentlich ab? Also kommt vorbei ins Rathaus, das Foyer der Rathaus, das Rathaus der Stadt Damme. Seid dabei, sagt euren Lehrkräften, dass sie mit euch hierher kommen sollen. Ihr braucht ungefähr 2 Schulstunden Zeit. Ihr bekommt Fragebögen, mit denen ihr durch die Ausstellung geht. Und dann habt ihr eine tolle Zeit und wisst vor allen Dingen viel, viel mehr über Klimawandel und was ihr selber für den Klimaschutz tun könnt. Ich bin Reinhard Sterk, ich bin stellvertretender Schulleiter der Realschule Damme. Und diese Ausstellung kann im Unterricht in den Fächern Erdkunde, Politik und ich stelle mir auch vor, Wirtschaft, denke ich mal, sehr gut eingebunden werden. Und insbesondere das zur Verfügung stehende Unterrichtsmaterial mit Koffern, mit Broschüren und auch mit den zur Verfügung stehenden medialen Hilfsmitteln hier und Angeboten, dass die Schüler dort sehr intuitiv und sehr informativ, aber auch auffordernd mit einem motivierenden Charakter in Form von Spielen, sieht man hier vorne an einem Tischkicker oder auch anderen Informationsständen, dass die Schüler dort die notwendigen Informationen finden zum Thema Klimawandel, Klimaschutz, was kann ich selber tun, aber auch motiviert sind, dort Überlegungen anzustellen und vielleicht auch für sich selber zu entscheiden, was kann ich hier vor Ort tun.